Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, wie angekündigt habe ich auch mitgeteilt, dass wir nicht nur bei Nginx Proxy Manager sozusagen die IP-Adresse so hinterlegen, dass wir eine Subdomain aufrufen und der leitet uns dann durch zum richtigen Port bzw. zu unserem Service. Nein, es muss natürlich hin und wieder, wenn zum Beispiel ein IP-Adressenwechsel durchgeführt wird, muss natürlich auch hinterlegt sein, dass die IP-Adresse wieder automatisch bezogen wird. Ansonsten müsst ihr das alles immer manuell ausführen. So, darum soll es heute gehen. Und ich habe jetzt hier direkt mal das Skript aufgerufen, was ich dafür habe, um zum Beispiel allein schon bei Hetzner die IP-Adresse von unserem Router wieder zu hinterlegen. Also, beginnend ist das halt, ich gehe das jetzt einfach mal kurz so weit durch, wie man es erstmal bräuchte. Also, wir legen hier oben eine Konfiguration an. Hier kommt dann unser API-Token rein. Beginnt dann sozusagen hier mit den Anführungszeichen oben. Beginnt das dann, dann kommt euer API-Token rein und endet wieder mit Anführungszeichen oben. Ich habe euch den ausgeblendet, weil euch geht mein API-Token bei Hetzner nichts an. Und bei der Record-ID genau dasselbe, beginnt mit Anführungszeichen oben und dann kommt sozusagen die Record-ID und dann kommen wieder Anführungszeichen oben. So, Domain sollte bei euch dann ganz normal mit dem Sternchen gekennzeichnet sein. Einfach aus dem Grund, ihr wollt sozusagen ja nur das ändern, wo zum Beispiel das Sternchen ist. Ihr wollt ja nichts anderes ändern. Ihr wollt ja nicht, dass alles geändert wird, sondern lediglich erstmal nur da, wo wir für unseren Nginx Proxy Manager auch die IP-Adressen oder die Subdomains anlegen. Da soll natürlich dann auch die IP-Adresse automatisch umgemodelt werden. Für alles andere müsst ihr eine eigene Konfiguration bitte dann für euch machen, wenn ihr was anderes haben wollt. So, das funktioniert natürlich jetzt hier nur meines Wissens über Hetzner. Ob das mit Strato oder ähnliches funktioniert, weiß ich nicht. Weiß, dass Hetzner das halt anbietet. So, das sind erstmal so jetzt die wichtigsten Sachen. Außer, dass wir halt noch hier das IP-File mit, ne, den Ordner könnt ihr frei wählen und dann legt ihr halt eine Datei mit Current IP sozusagen an. Das ist eigentlich nur die Datei, die sozusagen dann die aktuelle IP-Adresse enthält, wenn er eine findet. Also wenn er eine neue findet, heißt es. So, das Ganze ist dann über Hetzner sozusagen einzurichten, beziehungsweise über Hetzner braucht ihr ein API-Token und müsst über Hetzner dann halt die entsprechende Record-ID sozusagen hinterlegen. Da hat Hetzner auch jede Menge Stoff und Anleitung, aber wir gehen das Wichtigste natürlich jetzt hier einmal durch. Das ist jetzt zum Beispiel die zwei API-Token, die habe ich erstellt. Diese erreicht ihr, wenn ihr hier auf euer Konto oben rechts geht und sagt dann hier API-Tokens. Da kommt ihr dann auf diese Seite und könnt dann hier einen Namen dafür angeben. Im Idealfall für eure Domain sozusagen der Name und sagt dann Create Access Token. Und den müsst ihr euch dann abspeichern und tragt ihn dann hier bei API-Token ein. Dann habt ihr den schon mal. Die Record-ID ist ein bisschen komplizierter, diese herauszufinden. Und zwar braucht ihr natürlich erstmal, ist ganz wichtig, braucht ihr die Zone-ID, damit ihr erstmal sozusagen eine Zone habt und den Record, den müsst ihr dann hinterher sozusagen herausfinden, weil erstmal geht es um die eigentliche Domain, wo zum Beispiel dann eben sozusagen sich die Zone aufhält. Ja, so soll es sein. So, und jetzt habe ich den Code einfach mal eingefügt. Also das wäre dann zum Beispiel curl-h, dann Anführungszeichen oben, out-api-token. Na, das geht dann sozusagen bis hier, bis zum Doppelpunkt. Das ist so unser erster Befehl. Dann ab dem Doppelpunkt eine Leerzeile. Da kommt dann euer API-Token rein. Den seht ihr natürlich jetzt hier nicht, weil es ja meiner ist. Und dann wieder Anführungszeichen oben. Damit ist sozusagen der erste Absatz, sozusagen die Authentifikation ist dann beendet. Dann kommt eine Leerzeile, Anführungszeichen oben und dann ruft ihr einfach https://dns.hetzner.com/api/v1/zones Anführungszeichen oben auf. So, da taucht jetzt halt jede Menge Kram auf und das, was ihr nicht braucht, das blende ich auch absolut aus. Das ist, wie gesagt, viel, viel Kauderwelsch. Man muss sich da so ein bisschen durchwursten, wenn man es so will, weil man natürlich herausfinden muss, wo muss ich jetzt hin? Also was ist jetzt die eigentliche Zone-ID, die ich brauche? So, und irgendwann so mittendrin in den ganzen Kauderwelsch findet man dann halt sowas wie Name und dann halt seine Domain. Die habe ich jetzt hier ausgeblendet.
Und vor diesem Namen und der Domain steht dann zum Beispiel ID und dann steht dahinter eine Nummer. Und diese ID ist für euch wichtig. Die steht dann hier drin. Die ist jetzt halt für euch ausgeblendet. Aber das ist dann eure Zone-ID. Das ist noch nicht die Record-ID. So, mit dieser Zone-ID müsst ihr mehr oder weniger nochmal genau denselben Befehl, also wieder curl-h und dann Authentication AP Token, also Auth AP Token, dann habt ihr den Token, den ihr da wieder hinterlegt habt, also ihr braucht eigentlich nur einmal nach oben drücken. Wohl bemerkt, es geht tatsächlich nur mit Linux, muss ich ja dazu erwähnen. So, und zumindest meines Wissens geht es nur mit Linux. Ob es mit Windows irgendwie auch geht, das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. So, und wenn ihr den gesamten Befehl sozusagen nochmal habt, dann geht ihr bis V1 und ab V1 kommt dann Records, Fragezeichen, Zone, ID ist gleich, da kommt eure Zone ID rein und endet dann wieder mit den Anführungszeichen oben. Wenn wir jetzt Enter drücken, dann sieht man, okay, es ist wieder ein Haufen Kauderwelsch drin und ihr braucht jetzt lediglich den Punkt, wo zum Beispiel hier steht dann Typ A, Name Sternchen und hinter dem Value steht dann zum Beispiel eure IP-Adresse und das ist genau da die Zeile, wo ihr drauf achten müsst. Und hier ist dann eine ID hinterlegt. So, und die ID ist für euch natürlich wichtig, die speichert ihr euch ab. Entweder in den Editor oder ihr speichert sie gleich ins Dokument ab. So, das ist jetzt erstmal das, was ihr tatsächlich effektiv benötigt. So, cleare ich das einmal, ruf nochmal mein Hetzner-Update auf. Und wie gesagt, hier kommt dann eure Record-ID, die wir eben herausgefunden haben, rein. So, und jetzt haben wir natürlich gut Domain, sagt ihr natürlich, wie gesagt, Sternchen oder halt das, was für euch zutrifft. Und dann haben wir auf jeden Fall die Configuration hier schon mal abgeschlossen. So, dann kommen wir in den nächsten Absatz, das ist dann aktuelle öffentliche IP ermitteln. So, steht dann Current IP ist gleich $, Klammer auf, curl-s. http://ipinfo.io/ip, Klammer zu. Damit ruft er mit diesem Befehl für Current IP die IP-Adresse ab und hinterlegt in die Datei Current IP die IP-Adresse. Das heißt, die ist da fest hinterlegt. So, dann geht's weiter. Überprüfe, ob die neue IP-Adresse gültig ist. Also er prüft sozusagen, ob es eine richtige IP-Adresse ist oder ob er zum Beispiel einfach nur Schwachsinn präsentiert bekommen hat oder ob die leer ist. So, und das ist dann sozusagen unser Befehl. Den könnt ihr euch rausschreiben. Ihr braucht ihn nicht zwingend, aber es wäre schon besser, weil wenn ihr wirklich dann mal Internetprobleme habt und der prüft zum Beispiel alle 5 Minuten automatisch, dann hinterlegt er natürlich bei Hetzner auch leere IP-Adressen, wenn er irgendwann Verbindung hat. Und das wäre natürlich fatal, weil das funktioniert nicht. Deswegen würde ich immer so eine Prüfung einfach nochmal dahinter packen. Die könnt ihr euch hier einmal abtippen. Das ist eine ganz normale Prüfung, ob es eben Zahlen, Buchstaben oder sonst irgendetwas sind und meldet dann eben zurück, ist ungültig oder ist gültig. So, alte IP aus der Datei lesen. Das wäre dann zum Beispiel Old IP. Ist gleich $, Klammer auf, cat, Anführungszeichen oben, IP-File, die haben wir hier, Anführungszeichen oben, Klammer zu. Damit guckt er, also er holt sich erstmal dann damit die IP-Adresse aus der Datei, die vorher drin war. Genau, also in Current IP hinterlegt er sozusagen für sich, ohne es in die Datei zu schreiben, die IP-Adresse, hat aber als Current IP diese IP-Adresse hinterlegt. Holt dann mit Old IP aus der Datei die IP-Adresse, die da vorher drin war. Und dann geht es weiter nämlich zum Überprüfen. So, da haben wir dann diesen Code, der ist ein bisschen länger, beziehungsweise ist ein bisschen mehr drin. So, erstmal geht es darum mit dem if current IP ist ungleich Old IP, dann soll er nämlich diesen DNS-Eintrag
aktualisieren. So, das schreibt ihr euch am besten einfach ab. Das steht auch auf der Hetzner-Seite so drin. Das könnt ihr gerne nachlesen. Das ist so hinterlegt. Also wie gesagt, hier ist dann der Authentication-Token, der API-Token. Der ist hier oben. Den schreibt er sich dann einfach raus. Content-Type, Application-JSON. So, dann fängt er hier an mit einem längeren Befehl, wie zum Beispiel Value. Value ist ganz klar, das soll unsere aktuelle IP werden. Also zieht er sich von Current IP, den hatten wir hier, zieht er sich sozusagen die aktuelle IP-Adresse, sagt Typ A, sagt Name ist Domain. Domain haben wir hier. TTL habe ich schon beim letzten Mal gesagt, 7200 reicht vollkommen. Und die Zone-ID, die müsst ihr hier auch nochmal hinterlegen, damit er weiß, in welcher Zone er suchen muss, falls ihr halt mehrere Domains habt. Deswegen auch unbedingt nochmal die Zone-ID immer mit angeben. Aber die haben wir ja vorher schon herausgefunden. So, dann geht er weiter, sagt, überprüfe, ob die Aktualisierung erfolgreich war. If Echo Response. Response haben wir hier. Und dann dieser große Balken, dieser Alt-GR und neben der Shift-Taste, die Taste, also dieser große Balken sozusagen, Grab minus Q, Anführungszeichen oben, Record, Anführungszeichen oben, Semikolon, Leerzeile, Zen, Echo und dann halt einfach nur das, was ihr halt da reinschreiben wollt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Zum Beispiel habe ich halt reingeschrieben, DNS-Update erfolgreich, dann wieder Echo, Anführungszeichen oben, Current IP, Anführungszeichen oben, ist größer als IP-File. So, und damit zeigt er dann sozusagen an DNS-Update erfolgreich und würde nochmal sozusagen die IP-Adresse dann in dem Moment, dass diese Current IP, die wir hier herausgefunden haben, die schreibt er dann in die IP-File, die hier ist. So, ansonsten, wenn er das nicht hinbekommen hat, Echo, DNS-Update fehlgeschlagen, Echo, Antwort von Hetzner, Response, da meldet er dann sozusagen diesen Response-Befehl, falls es da einen Fehler gab, den meldet er dann einmal in den Eintrag rein. So, dann FI, dann wieder hier Else, also Else ist dann hier auf den hier oben bezogen, falls die nämlich nicht unterschiedlich sind, falls die gleich sind, also Old IP und Current IP, sagt er zurück, IP hat sich nicht geändert und endet damit. Ist ein bisschen viel, ist ein bisschen harter Tobak, muss man einfach so sagen, aber damit aktualisiert er bei Hetzner dann immer automatisch die IP-Adresse, die er jetzt gerade hat. Funktioniert auch wunderbar, kann ich auf jeden Fall bestätigen, also ich kann es jetzt einfach mal ausführen, /, Update, Hetzner, achso, sollte ich vielleicht auch zusammenschreiben. So, IP-Adresse hat sich nicht geändert, sprich, kein Fehler, alles gut, passt alles soweit. Wenn ich jetzt natürlich den Router ziehen würde, würde er dann die IP-Adressen zurücksetzen. So, aber das erstmal dazu. Und wenn wir jetzt noch weitergehen und würden jetzt in crontab-e, das ist sozusagen dieser Cron, das ist so ein automatischer Job-Ausführer, sage ich jetzt mal, von Linux. Sieht dann so aus, sieht ein bisschen heavy aus, falls alles blau ist. Aber da habe ich zum Beispiel angelegt, dass er alle 5 Minuten das Update Hetzner ausführt. Das macht er also sozusagen automatisch. Ihr könnt es manuell ausführen, ihr könnt es aber auch automatisch alle 5 Minuten ausführen lassen. So, ich habe es halt alle 5 Minuten ausführen lassen. Würde sich dann so widerspiegeln, dass man dann schreibt 0, Leerzeile, Sternchen, Leerzeile, Sternchen, Leerzeile, Sternchen, Leerzeile, Sternchen. So, im Grunde genommen, wie waren das nochmal? Ich glaube, das hier war Stunde des Tages, das hier war Tag im Monat, in der Woche, das hier war Woche im Monat und das hier war, glaube ich, Monat im Jahr oder sowas. Irgendwie so. Genauer sagen kann ich es auch nicht. Ich muss mich da auch immer wieder mit Google beraten lassen, was jetzt wo genau war, aber ich glaube, so in etwa müsste es gewesen sein. Ansonsten guckt einfach mal bei Google rein, da steht es auch. So, aber auf jeden Fall sind es 5 Stellen und wenn ihr 0 und dann Sternchen, 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 Sternchen habt, dann habt ihr 5 Minuten, definitiv. So, dann Leerzeile und dann gebt ihr den Pfad zum Update Hetzner SH ein. So, dieser Update Hetzner SH muss aber natürlich ausführbar sein. Und für die Ausführbarkeit muss halt noch ein CH-Mod plus X und dann halt für das Update Hetzner SH ausgeführt werden. Ich blende es aber hier auch nochmal ein, dann seht ihr auch, was ich meine.
Und genau, dann könnt ihr den hier eintragen. Die zwei Pfeile deuten dann an, dass er eine Logfile anlegen soll. Die ist hier hinterlegt. Die soll er natürlich nur für mich anlegen. Ob ihr die braucht, ist eure Entscheidung. Und hier unten ist dann nochmal hinterlegt, dass er diese Logfile jede Woche, also deswegen gehe ich davon aus, dass das hier Tag in der Woche ist, dass der den einmal löschen soll oder leeren soll, sagen wir es mal so. So, und wenn ihr damit fertig seid, dann F2 und F10 und dann seid ihr hier im CroneTab fertig. Könnt auch mit CroneTab minus L, glaube ich, war es. Genau, könnt ihr kontrollieren, ob euer Befehl drin ist. In diesem Fall ist er drin. Und ja, so soll es dann soweit passen. Gut, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal wird es dann um Nginx Proxy Manager, um die IP-Adressen gehen, damit die auch automatisch angeglichen werden. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.